Schönen guten Morgen, der Homie von Homies Welt hier. Ja, Mammutmarsch, 22 Uhr. Mein erster Mammutmarsch. Wir stehen hier und warten gerade auf Dr. Urbex, mein Lexius. Der Bernd, der ist schon da. Wir stehen hier vorm Eingang. Und geht mal los. Hyped, Bock, Angriff. Ich habe einen Ruhepuls von 85 eben auf dem Sofa gehabt, weil ich noch ein bisschen zu Hause lag. Also ich bin total aufgeregt, aber wird schon. Ja, dann bis gleich. Wir haben nicht ewig Zeit. Leute, komm. Los! Spaß euch zwei. Zu kurz. Jetzt mit dem Start zu kurz, ne? Ich kann ihn nerven, dann auch. Doch. Ja, Bernie, bist du bereit? Alex ist auch bereit, alle bereit hier. Jetzt reiz auf den Schlüssel. Ja, ja, das Tempo ist in Ordnung. So, das war der Start. 30 Kilometer. Du hast dich jetzt angerempelt. Das ist ein Bild vom Wackeln. Hallo übrigens, ne? Das ist Dr. Urbex. Ja, wer sonst? Alexius kennt ihr ja, Bernie läuft da vorne, aber der will sich nicht so zeigen. Er ist schüchtern. Aber er hat keine Chance. Kilometer 0,3. Ja, das ist der erste Mammutmarsch dieses Jahres. Und mal gucken, für Juni steht ja noch Bremen an mit 55 Kilometer wieder. Oder? So einen haben wir schon gefunden, Marco von Greta Papa erobern die Welt. Richtig, Hallöchen. Ja, und die anderen beiden kennt ihr ja schon, habe ich ja gerade schon gesagt. Das sind ja die... Die Bekloppen, die immer dabei sind. Ja, das ist der... ja, der Sanitäter. Sarah Dess. Dein Sanitäter. Ja, wir nicht. Ja, wir wieder laufen. Die Nudeln wurden. Ja, also. Oh, Martin, darauf, dass du runterfällst. Ja, da geht's aber nicht mehr runter. So 10% haben wir, wa? Ich bin schon voll hier. Doppelte Strecke. So, nächster Highlight vom Mammutmarsch. Eine Kurve und eine Brücke. Wie viel? 27 Grad. 10.51 Uhr. Ja, Kilometer, was haben wir denn? 4? Mindestens 4,03. 4,03, danke schön, Herr Nachbar. Läuft gut. So. Selber schuld, wenn du anhältst. Ja, jetzt steht er hier, ne? Dankeschön. Das ist dein YouTube-Kanal, wo ich im Fernsehen komme. Ja, genau. Warte mal, ich mach mal ein Foto davon. Abonnieren, folgen. Du kannst auch scannen. Du kannst direkt scannen. Das ist mir doch jetzt wieder viel zu kompliziert. Da muss ich wieder dann mach ein Foto. Du hörst ja wieder die andere App auswählen. Ja. Danke. Gerade erfahren, 5000 Leute starten heute, als ich das Mammut kaufen wollte, aber muss ich mir erst verdienen. Ja. Ein bisschen Stimmung da hinten, ne?
Stimmung! Seit dem Fernsehen. Warte, da war Konfetti vorhin schon aufgelaufen. Hast du Bier? Ich wollte gerade, hast du Bier in der Hand? Nein. Da ist natürlich nur alkoholfrei. Isotonische Sportgetränk. Das ist ja ekelhaft. Auch beim Video. Jetzt drehen sie alle ein Video hier. Jetzt drehen sie wieder alle Video. Drehen sie alle durch. Sind doch die Videodreher. Ja, Hombi, super Strecke ausgesucht auf jeden Fall. Ja. Ja, genau, Hombi, super Strecke ausgesucht, Hombi. Ja, ich habe aber was geplant. Eine wunderschöne Brücke. Wenn du mal richtig schlau sein wirst in meinem Video. Oh, habe ich dir da reingeredet? Nein. Fertig? Kann ich wieder normal gucken? Und Bauch wieder raus? Danke, Philipp. Philipp, jetzt musst du stehen bleiben. Ich werde auch angespritzt von hinten. Ah ja, gib's mir. Die Tour wird noch besser als die von mir. Ja, aber ich habe das Gefühl, es kommen nicht alle an. Ich habe eher das Gefühl, unsere YouTube-Kanäle werden danach gesperrt. Zum Ende. Laufen sie alle. So, schön hier. Schön. Schön hier am Kanal, ja. Bin mir ja nicht sicher, aber ist das nicht die Emschau? Wir haben eine Schildkröte. Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal. Das ist aber die Emschau, nicht der Kanal, ne? Das ist schon wie ein Kanal, so. Ja, hier ist herrlich. Wir laufen über Wasser. Geht's euch gut? Marco? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt 6,5 Kilometer. Ja, Stefan? Nee, doch. Nee. Wer? Philipp. Auch alles super. Ja, Bernd sowieso. Und die anderen beiden sind weg. Ein paar Meter hinter uns. Geht's Gespräch, komm. So, wir sind jetzt hier an dieser wundervollen geschwungenen Brücke in Oberhausen. Da gehen wir aber nicht her. Du weißt aber nicht, wo wir sind, ne? Kaiserpark. Kaisergarten, genau. Kaisergarten. Kann man mal schön Familienausflug hin machen. Wenn man eine Familie hat, wenn nicht, macht man halt einen Single-Urlaub hier. Ja, du musst das aber hier so sehen, wie das ist. Nee, man muss hier nicht schön reden. Aber windig ist es hier. Da fliegen die Haare. Kilometer? Hat keiner, ne? Ich denke mal so 7, 8, oder? 7,7. Oh, weiter geht. So, Gasometer Oberhausen. Der Rest glaube ich rückwärts, oder zählt er dann nicht? Ganz schön hoch. Ich glaube, oben sind, glaube ich, so Käfige. Moment, ich muss euch mal wieder schwenken. Ich glaube, oben sind Käfige, die sind 110 Meter. Ja. Wetter ist bombig. Bei Fußballen drückt er ein bisschen, aber es ist auch noch so windig. Ostwind. So, nächste Station ist Zentro Oberhausen. Ja, wir gehen eben in den Bundeswehr-Shop und kleiden uns mal richtig ein da für die Tour. Da kannst du nichts kaufen, da kannst du nur beraten. Nee, da kann man nichts kaufen. Ich dachte, da kriegst du Rucksäcke und Tarnwäsche und so. Die sind wohl nur, also ich weiß es nicht genau, ich meine, die sind nur beraten. Weiß das einer? Kann das ja auch einer drunter schreiben. Aber das nennt sich doch Bundeswehr-Shop und dann verkaufen die ja nichts. Weiß ich. Das ist ja doof. So, alle wollen ein Foto haben. Ich will nur ein Bild haben. Ich will auch noch ein Video haben. Kilometer 10.
Ja, noch dreimal so viel. Nee, doch, zweimal. Gleich selber was nehmen. So, wir laufen gerade auf VP1 zu. Da ist er. Ja, gucken wir mal, ne? So, wir sind am VP1. Die Gurke, wenig Wasser. Aue. Gleich geht weiter. Wir hatten keine Grünen. So, wir sind wieder on Tour. VP1 ist hinter uns. Und ja, auch zur VP2, ne? Willst du auch was sagen? Nö. Schön hier. Wenn du wechselst, willst du auch nichts sagen. Du guckst euch mal die Spacken an, ey. Was für asoziale Spacken, ey. Mach jetzt schön die Wiese kaputt. Oder willst du hier Löwenzahn fressen? Den kannst du fressen hier. Ja, hier kannst du richtig Vitamin super Vitamin C, so ein Löwenzahn. Hier kannst du gut ernten. Kilometer 15. Ich würde sagen, ab jetzt geht's rückwärts. Wir gehen zurück. Ich merke gerade so ein bisschen Energieverlust bei mir. Ich fühle das irgendwie so schnell, aber dann laufe ich ja langsamer. Aber ansonsten geht's gut. Im Alexius geht's auch noch gut. Gerade ich dich erwähnt, ich bin immer noch der Hombi. Ich habe nur eine Mütze auf. Ne? Wo wir hier gerade sind, weiß ich nicht, aber mitten im Wald. Ja. Wir sind jetzt hier so einen Berg hochgestapft, diese Bekloppte. Wahrscheinlich müssen wir gleich wieder runterlaufen. Lauf dir mal ins Bild, Tommy, ne? Ja, ich kenne das, ja. Auch da mein Bild ist sauber. Dafür haben Leute wieder Geld gebaut, um das aufzubauen. Geld, auszugeben. So. Danke, der Becher. So, 18 Kilometer. Wir sind jetzt in Bottrop durch. Wir laufen jetzt, ich würde sagen, Richtung VP2. VP2 müsste ja auch der VP4 sein von den 55ern. Und da mal gucken, was die da geleistet haben. Ne? Wenn sie denn schon da sind. Ne? Wenn sie denn schon da sind, man weiß es nicht. Die ganz schnell mit Sicherheit. Ja. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind kurz vor VP2. Ich denke mal Kilometer 20 irgendwo. Wir treten jetzt gerade den Olga-Park in Oberhausen. Ach, hier hört mich ja nicht, ne? Olga Park Oberhausen. Schön hier. Meine Socke ist im Schuh ein bisschen komisch. Da drückt. Ich hoffe, das ist die Socke und nicht mein Fuß. Wenn nicht, werden die nächsten 10 Kilometer doof. Kreisler Eingang. Was? Der Mensch im Schuh. Oder der Mensch im Schuh ist komisch hier gerade. Ich werde schon wieder 20 Kilometer lang gemobbt. Ich werde mal hier den, dieser Anti-Mobbing, der Carsten Stahl, den werde ich anrufen, sagen wir mal, der Dr. Hörbex, der mobbt mich immer, die dumme Sau. Ah. Ja, weiter. Scheiße. Wird er mal weggehen? Ja, das war die 20-Kilometer-Marke. Wo seid ihr denn? Moment, da müssen wir das so machen, ne? Im Team. So. Im Team. Was seid ihr? Im Team Duisburg unverpackt? Ja. Ihr habt so Unverpackt-Läden, ne? Ein. Duisburg. Ja, aber ich sag mal, jeder kommt doch noch. In Duisburg wollt ihr Werbung machen, bitte. Haben wir da jetzt. Ach, habt ihr. Da muss ich das Werbung kennzeichnen, ne? Nein. Also, ich kann das weiter. Jo, VP2. Einmal geprägt wird.
wir suchen. Das war Bernd und so. Er ist irgendwie vorgerannt. Ich hab dich eben vermisst. Ja? Ja. Ich habe einfach Gas gegeben. Ich habe einfach Gas gegeben. Alles richtig gemacht. Ich sitze jetzt schon anderthalb Stunden und warte auf die. Wo sind die anderen beiden? Sind die durchgestartet? Ich denke, die sind durch, die sind schon weiter. Dann wären die ja hier. So, wir sind wieder on Tour. VP2 haben wir hinter uns gebracht. Kilometer 20. Ja, noch 10, ne? Ich habe vor der Ferse habe ich eine Blase, glaube ich. Weiß ich aber nicht so genau. Ja, es werden halt langsame 10 Kilometer. Dem Doc tut der. Was tut dir weh? Mein Gejammer. Wir machen jetzt die letzten 10 Kilometer, die Altherrengruppe. Genau. So, eben sind wir noch. Das gleiche Video, ganz toll. Eben sind wir noch durch die Brücke, unter die Brücke gelaufen. Jetzt sind wir auf dem Rückweg und laufen. Eben sind wir drunter gelaufen, jetzt durch. Oder was ist das denn für eine Kacke hier? Die Blase ist mir zu Kopf gestiegen. Der ja. Glas? Aber hier ist ein ganz weicher Boden, das ist schon ganz cool. Aber ich gehe schon wieder weg hoch. Und meine Pumpe auch. Komm, hier, hör mal auf zu springen hier. Aber die Brücke schwingt total. Das ist ja ein Schwingen. Geil. Richtig geil, aber. Richtig geil! Wir sind bei Kilometer, ich weiß es nicht, 22, 23. Fuß tut total weh. Aber ich kämpfe. Die haben mal Lexus gesehen. Schon hauen die ab. Oder mich. Die haben Angst, dass ich die grille. Nicht schön. Nicht schön. So, liebe Leute, das waren die 50 Kilometer. Nein, 25. Ach nee, wir haben noch die 25 hier. Ja, super! Super! Juhu. Hier kommt doch auch mal hier rum. Hier rum. Muss auch ein T-Shirt dabei hochziehen. Ey. Das ist ja nur mal ein Girl hier. So. Ich glaube, die letzten 3 Kilometer, genaue Zahl habe ich nicht, aber müsste so irgendwie stimmen. Schmerzen werden mehr, aber ich will jetzt nicht jammern, sonst meckert der Doc wieder. Ja, der Doc verarztet dich ja auch. Deswegen bin ich auch der Doc. Ja, die anderen beiden, Bernd und Philipp, die sind jetzt im Ziel. Gucken wir mal. So, da ist unser Ziel. Ich schätze 1 Kilometer, 1,5, ich weiß es nicht. Der Doktor dickert mit. Der Hombi läuft noch 5 Kilometer, wir sind in ungefähr 1,5 da. Der Hombi, da muss die Strafrunde drehen. Ich brauche echt Zeit, ey. Das ist gerade sehr grenzwertig. Ach Leute, aber komm, ich ziehe da durch, aber ich habe hier 3 Motivatoren. Aber wir haben jetzt gerade alle Schmerzen, also genau. Alles gut. 1 Kilometer, 1 verdammten Kilometer. Du hast schon 29 Kilometer gemacht. Geil. Und Tombi, also das packst du jetzt ja sowieso, das kriegen wir durch, das schaffen wir. Und ja, erste Mammutmarschmedaille, würde ich sagen. Ne? Oh, erst und letzte. Nee. So, wir sind schon wieder am Duisburg Landschaftspark Duisburg Nord. Letzten Meter. Hier sind wir heute Morgen um 10 gestartet. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Oh, ich bin schon ganz wackelig auf den Beinen, aber alles wird gut. Gleich kommt der Zieleinlauf. Nee. So, wir sind gleich da. Wir können jetzt so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Da war Klacks, oder Jungs? Tut euch irgendwas weh? Hallo, niemals. Kinderkacke war da doch bis hierhin. Die scheiß 30 Kilometer da. Oh. Da sind wir ja noch nicht. Ja. Nein, alles bestens. Aber uns tut allen alles weh. Aber der Einzige, der jammern darf, bin ja ich, weil ich bin ja über 50. Ne? Die anderen sind doch so junge Hühner. Die dürfen ja nicht jammern, finde ich.
Was soll ich da in meiner Aufnahme noch groß sagen? Ja, nix. Ich habe alles gesagt. Ja, red einfach mal. Leute! Das Ziel, lalalala, das Ziel. So, Ziel anhalt, Ziel mit den drei Leuten. Danke! Nee, ich bin zu einer Frau, ist das in Ordnung? Dankeschön! Danke! Ah, hier bist du da. Glaub ich, oder? Ach, wir haben ja. Ach, wieder bescheuert. Ich bin abgeholt. Ja, cool. Ich würde mal sagen, wir haben es tatsächlich gepackt. Yeah! Oh, Entschuldigung. Medaille haben wir, Finisher-Bändchen haben wir. Richtig toll. Heute, geil. Oh, hier gibt's Pässe. Hier muss man hier ein Foto machen jetzt. So, ich filme noch mal ein paar Impressionen, ne? Dem tut nichts weh. Angeber. 126. Wenn es ein paar Walnüsse. Walnüsse. Du weißt genau, dass ich eine Nussallergie habe. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Sie werden Vollidiot weiß. So, wir haben den Alexander von Illusionen dabei. Guten Tag. Wir werden mehr, genau. Das ist so geil. Wir warten jetzt auch auf Carmen, auf Jörg, auf Dominik, auf... Ja, keine Ahnung, auf alle. Christian von Kölner Fette Henne. Und wenn die Alex das geschafft hat, auf Fiona. Den Oberjunkie. Aber wir warten auf ganz viele. Ich verlinke die einfach, glaube ich, alle runter. Es wird geil. Powerlinking quasi. Genau, Powerlinking. Da muss ich wahrscheinlich ganz Instagram verlinken. Daniela kommt gleich noch. Daniela von der Vogel. Hey, Sandra! Wer hat mein Abonnement? Abonnementen! Wir brauchen Abonnementen! Abonnementen, wer mit Abonnementen? Und jetzt wird nur noch bescheuert, aber ist egal. Ich hab noch einen mitgenommen. Servus! Ladies and Gentlemen! Glückwunsch! Alles gut? Hi. So, wir machen jetzt ein Abschlussfoto. So mit dem Ding da, oder? Ach so, das ist kein Fotoapparat. Wir haben den Dominik getroffen. Und den Jörg. Was soll ich sagen? Geil. Wir haben zwei weitere Finisher gefunden. Hallo. Katja und die Alexandra. Hallo. Ja, der Rest ist schon weg. Die beiden sind noch da. Ja. Wir warten jetzt noch auf Carmen und auf MMT. Oh ja, da freuen wir uns. Tut beim Fuß weh, wir haben es geschafft. Wir saßen jetzt noch, haben viele YouTuber gesehen, wie ihr auch gesehen habt. Ich laufe jetzt mit meinen beiden besten Wanderbuddies, die man sich so vorstellen kann, nach Hause. Und nicht nach Hause, ist ein Parkplatz. Das ist einmal der Dr. Urbex. Hi. Oder nicht hi, hi haben wir schon. Er war heute relativ lieb zu mir. Ja. Und der Manexius natürlich am Start. Der war heute nicht lieb. Der war nicht lieb. Aber ist egal, ich hab's trotzdem beide sehr lieb. Ja, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Kanäle verlinke ich alle, die ich getroffen habe. Und wir hören. Bis bald. Euer Hombi von Hombies Welt. Ciao. Ciao. Tschüss. Wollt ihr auch im Fernsehen da?